Guten Morgen. Ich muss ehrlich sagen, als ich die Jahreslosung das erste Mal gesehen habe, gelesen habe, hat mich das erstmal gar nicht so vom Hocker gerissen. Ja klar, geht lieb miteinander um, liebt einander, das ist doch was man so als Christ eigentlich verinnerlicht haben sollte, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, hat man schon tausendmal gehört, das sollte man doch verinnerlicht haben. Man könnte vielleicht sagen, Liebe ist so das Hauptthema der Bibel, ja, worauf alles irgendwie aufbaut, worauf unser Glaube aufbaut. Wenn man die Bibel in einem Wort beschreiben würde, könnte man vielleicht drauf kommen, die Liebe. Aber dann, als ich mich ja so ein bisschen mehr damit nochmal beschäftigt habe, habe ich gemerkt, es ist eigentlich doch ganz interessant, weil erstens ist es natürlich immer wieder gut, sich auch mit Themen zu beschäftigen, wo man eigentlich meint, ja, da kenne ich mich schon total mit aus. Und da gibt es eigentlich gar nichts Neues für mich, was ich da jetzt noch an Erkenntnis draus gewinnen kann. Weil erstens, es ist ganz gut, immer mal wieder noch mal eine Erinnerung zu haben an die Grundlagen, um das nicht aus den Augen zu verlieren. Und andererseits, Lars hat es am Anfang ja auch vorgelesen, ich fand das ganz interessant, das Zitat. Ja, also wir sind so geprägt von der Gesellschaft um uns drum herum, von den Werten und den Normen, und vielleicht auch von dem, was wir so hier in der Welt als Liebe verstehen, dass das, was in der Bibel eigentlich unter Liebe gemeint ist, so ein bisschen untergeht, weil das ist nämlich nochmal ein bisschen was anderes. Und deshalb so der Plan für heute, erstmal so ein bisschen zu gucken, was bedeutet eigentlich die Liebe so im Gesamtkontext der Bibel? Was kann man da so für sich rausnehmen als Grundlage für diesen Vers, die Jahreslosung, die wir haben? Ich bin immer ein Fan davon, auch mal in den Kontext zu gucken, wo so ein Vers drin steht. Deshalb gucken wir so ein bisschen in 1. Korinther, so diesen ganzen gesamten Brief uns mal an, wo es generell um Liebe geht, Liebe zueinander, vor allem eben Liebe in der Gemeinde auch und auch Einheit innerhalb der Gemeinde, wie das zusammenhängt. Und dann am Ende, ja, Liebe, Theorie oder Praxis habe ich so ein bisschen genannt. Wie sieht das denn wirklich in der Praxis aus? Wo können wir bei uns erkennen, ob wir diese Liebe haben, ob wir so leben, wie es nach diesem Vers, alles, was ihr tut, tut in Liebe, passieren sollte. Aber erstmal so ein bisschen nochmal Grundlagen. Was sagt die Bibel zur Liebe? Es gibt so ein bisschen so eine Hierarchie, die man dann sich so findet. Es fängt an ganz oben, der Ursprung von allem, von dem alles ausgeht, ist, dass Gott die Liebe ist. Das lesen wir in der Bibel. Gott in sich selbst ist die Liebe und alles, was er tut, ist motiviert von Liebe. Und deshalb kann er gar nicht anders, als uns, seine Schöpfung, seine Kinder zu lieben und uns mit Liebe gegenüberzutreten. Das ist dann der zweite Punkt, Gottes Liebe zu uns. Und wir sind dazu berufen und unsere Bestimmung ist es, diese Liebe zu erwidern und in eine Beziehung zu Gott zu kommen, sodass dann ganz am Ende Gottes Liebe auch in uns kommt. Und wir, genauso wie er uns liebt, andere Menschen genau mit derselben Liebe begegnen können und auch sollen. Und da ist schon der erste Punkt, wo es in diese Praxis geht, da ist auch ein Auftrag an uns mit verbunden. All diese Punkte mal ein bisschen nochmal im Detail angeguckt. Gott die Liebe, Gott ist die Liebe, steht in 1. Johannes 4 und Johannes 5 auch nochmal, der Vater liebt den Sohn. Also nicht nur Gott in sich als eine Einheit ist Liebe, sondern auch die Dreieinigkeit untereinander, Vater, Sohn, Heiliger Geist, ist eine Beziehung, die von Liebe geprägt ist. Und ich habe diese Liebe mal so farblich hervorgehoben. Wenn von der Liebe die Rede ist in diesem Kontext, dann ist das eine Liebe, die ja so nirgendwo anders zu finden ist, weil das Wort, was benutzt wird in der Bibel, ich bin sicher, das wissen einige von euch, es gibt viele verschiedene Wörter für Liebe im griechischen Text. Da gibt es zum Beispiel ja die Philia, das ist die Freundesliebe, oder es gibt die Storge, die familiäre Liebe und das alles. Aber was eben an dieser Stelle steht, wenn von dieser Liebe die Rede ist, ist ein Wort, was erstmal nur in der Bibel vorkam, was extra beschrieben oder ja benutzt wurde, um diese übernatürliche Liebe, die ursprünglich von Gott kommt, diese universelle Liebe, die alles umfasst, zu beschreiben. Und das ist die Agape-Liebe. Und die ist eben anders und steht über allem, was über allen anderen diesen Begriffen.
Und das ist diese Liebe, von der hier die Rede ist. Und ich habe jetzt mal so gemacht, immer wenn dieses Wort Agape vorkommt, habe ich das Wort Liebe oder ja, liebt einander oder das farblich markiert, damit ihr das so ein bisschen nachverfolgen könnt, was das alles, also worauf sich das alles auswirkt. Der zweite Punkt ist dann nämlich, ja, Gott mit seiner Liebe liebt die Welt. Johannes 3, Vers 16 kennen wir alle. Gott hat die Welt so sehr geliebt, mit eben genau dieser Liebe, dieser Agape-Liebe, dass er seinen einzigen Sohn für sie gab. Das Problem ist nur, wenn wir nicht verstehen, was diese Liebe, diese Agape-Liebe ist, mit der Gott uns gegenübertritt, dann verstehen wir auch diesen Vers nicht. Ich habe das Gefühl, so Liebe nach heutigem Verständnis hat viel zu tun mit Freiheit. Ja, also wenn ich dich liebe, dann lasse ich dich tun, was du willst, dann lasse ich dich stehen als der, der du bist. Ich liebe dich mit all deinen Fehlern, die du vielleicht hast. Diese Liebe von Gott ist keine Liebe mit all deinen Fehlern, sondern es ist eine Liebe trotz all deinen Fehlern. Gott liebt die Welt, aber er ist eben auch derjenige, der sie am Ende richten wird. Und der Vers, wir wissen alle, geht weiter, damit niemand oder jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Deshalb hat er die Welt geliebt und das ist so der Fokus, wo es dann hingeht. Und er hat seine Liebe, auch wieder die Agape-Liebe zu uns, dadurch bewiesen, dass er für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Also diese Liebe, die geht so tief, dass sie sogar lieben kann, auch uns, die wir eigentlich ursprünglich gegen Gott waren, die seine Gesetze gebrochen haben, die ja ihnen nicht liebevoll gegenüber waren. Und trotzdem, als wir seine Feinde waren, als wir Gottes Feinde waren, hat er schon uns so sehr geliebt, dass er das Blut seines eigenen Sohnes für uns vergossen hat, um uns zu retten, weil er in diese Beziehung mit uns gehen möchte, weil er diese Beziehung mit uns haben möchte. Und wir können in diese Beziehung mit Gott kommen, wenn wir eben diese Liebe erwidern. 1. Johannes 4, Vers 16 steht das. Also erstmal, wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Auch wichtiger Punkt. Aber dann, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben diese Liebe im Glauben angenommen. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, ist mit Gott verbunden und Gott ist mit ihm verbunden. Also in dem Moment, wo wir in die Gemeinschaft mit Gott kommen, sind wir in dieser Liebe mit Gott, eine Einheit mit Gott. Einheit, Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, die Dreieinigkeit, die eine Einheit ist durch die Liebe, da sind wir mit drin in dieser Gemeinschaft und wir sind eine Einheit mit Gott, eben durch diese Liebe. Das ist der Ausgangspunkt. Und wenn wir diese Liebe haben, in uns haben, dann ist das, was daraus folgt, auch ein Auftrag und etwas Praktisches. Jesus sagt, hier Johannes 13, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ein direkter Auftrag an uns. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieb haben. Und das ist alles, ihr seht, das ist genau die gleiche Agape-Liebe, die Gott uns gegenüberbringt und die wir einander gegenüberbringen sollen, daraus gehend. Unsere Liebe untereinander bestätigt unsere Liebe zu Gott. 1. Johannes 4 nochmal, steht dann weiter hinten, Vers 19. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wer behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder und seine Schwester hasst, ist ein Lügner. Denn wer seine Geschwister nicht liebt, die er sieht, kann auch Gott nicht lieben, den er sieht. Das gehört zusammen. Wir können nicht sagen, wir lieben Gott, wir sind in einer Beziehung zu Gott und nicht einander in Liebe begegnen. Das gehört zusammen wie zwei Punkte, die man nicht trennen kann, zwei Seiten von einer Medaille sozusagen. Aber wir können eben einander lieben, weil wir Gottes Liebe in uns haben. Weil wir durch seine Liebe in uns andere Menschen auch genauso sehen können, durch die Augen von Gott sehen können, wie er sie sieht. Das können wir aus menschlicher Kraft heraus nicht tun. Wir können nicht jeden um uns herum lieben, von uns heraus. Und es kann sein, dass wir unsere Nächsten vielleicht nicht mögen, menschlich gesehen, aber Gottes Liebe befähigt uns dazu, ihn trotzdem zu lieben, über unser Vermögen hinaus andere zu lieben. Und das können wir nicht von uns selbst, das muss von Gott kommen. Das muss diese Liebe sein, diese übernatürliche Agape-Liebe,
die nicht von uns kommt, sondern die von Gott kommt. Also das so die wichtigen Punkte erstmal, die man, finde ich, verstanden haben muss, die vielleicht ja irgendwo im Hinterkopf sind, aber wie gesagt nochmal gut zur Erinnerung sind und so das Fundament sind für das, was jetzt kommt in der Jahreslosung. Ja, also wir können nur eine Beziehung mit Gott haben, wenn wir auch andere Menschen und unsere Mitmenschen, unsere Geschwister lieben. Und dann kommen wir zur Jahreslosung. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. 1. Korinther 16, Vers 14. Ich weiß nicht, wie viele euch schon damit beschäftigt habt, mit diesem Vers. Das steht ganz am Ende in diesem Korintherbrief. Paulus fasst nochmal so alles zusammen, was er so die 15 Kapitel vorher erzählt hat. Er erklärt noch so ein paar organisatorische Sachen mit der Gemeinde in Korinth, die uns heute gar nicht mehr so interessieren. Aber im Prinzip bringt er nochmal alles auf einen Punkt, was er möchte, dass Korinth mitnehmen soll aus diesem Brief. Und dieser Vers ist so die Quintessenz dessen, was er ihnen sagen will. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Und wenn man dann so liest diesen gesamten Brief, dann stellt man fest, ja, es geht generell sehr viel um Liebe. Und Paulus wiederholt das immer wieder und es scheint so, Korinth scheint Liebe ganz schön nötig gehabt zu haben, so oft wie Paulus darauf zu sprechen könnte. Und die haben vielleicht ein bisschen ein Problem gehabt mit Liebe oder eben damit, liebevoll miteinander umzugehen. Kann man sich fragen, woran liegt das? Man kriegt so ein bisschen so einen Einblick darin. Paulus am Anfang im ersten Kapitel, da schreibt er, warum er ihnen diesen Brief schreibt. Und da schreibt ihnen in Vers 11, meine Brüder und Schwestern, ich habe von Chloes Leuten erfahren, dass es unter euch Streit gibt. Also da ist Streit in dieser Gemeinde in Korinth. Und so im Kontext war es wohl so, das war eine Gemeinde, die war sehr, sehr, ja, unterschiedliche Leute, die da zusammenkamen, auch unterschiedliche soziale Schichten, so die Reichen, aber auch die ganz armen Sklaven oder freigelassene ehemalige Sklaven, die da in einer Gemeinde zusammen waren, wo es natürlich auch immer mal wieder zu Spannungen kam. Und ein zweiter Punkt ist, es gab verschiedene Gruppen, die sich gebildet haben, die unterschiedlichen Glaubensrichtungen angehört haben oder sich auf unterschiedliche Lehren berufen haben. Das sagt Paulus dann in Vers 12, jeder von euch sagt etwas anderes. Ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Apollos, ich gehöre zu Kephas, ich gehöre zu Christus. Also ganz viele verschiedene Glaubensströmungen, die da auch zusammenkommen irgendwie. Aber Paulus sagt, das sollte eigentlich nicht dazu führen, dass es Streit unter euch gibt und dass ihr die Liebe vergesst. Und er sagt so ein paar Punkte an Problemen, die Korinth hat. Und das erste ist eben genau das. Korinth ist irgendwie, also die Gemeinde in Korinth ist irgendwie gespalten. Und er sagt zu ihnen, so soll es aber nicht sein. Das ist nicht eure Berufung als Gemeinde, sondern Brüder und Schwestern, im Namen unseres Herrn Jesus Christus bitte ich euch, seid einig und lasst nicht zu, dass sich verschiedene Lager unter euch bilden. Haltet vielmehr zusammen in gleicher Überzeugung und in gleicher Meinung. Ich finde das erstmal einfach gesagt, ja, seid einfach mal eine Einheit, aber vielleicht gar nicht so einfach umzusetzen. Aber Paulus sagt, das ist so, wie es sein sollte. Ihr seid, wenn wir uns erinnern an das vorher, eine Einheit, genauso wie Gott eine Einheit in sich ist, weil ihr eben eine Einheit mit ihm seid. Diese Hierarchie der Liebe, die sich da durchzieht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, die Korinther sind stolz. Und jeder in dieser Gemeinde denkt irgendwie, er wäre so ein bisschen besser als die anderen oder weiter in seinem Glauben vielleicht als die anderen. Ja, da gibt es die, die meinen, sie setzen viel Fokus zum Beispiel auf Geistesgaben und sagen dann, ja, ich bin da weiter als ihr, deshalb habe ich eine bessere Beziehung zu Gott. Dann gibt es andere, die sagen, das ist gar nicht das, worum es geht. Ich mache viel mehr für Gott, ich arbeite viel mehr in der Gemeinde mit. Also das ist doch das, worum es eigentlich gehen sollte. Dann gibt es die, die sagen, ihr alle habt überhaupt keine Ahnung, was Gott wirklich will und achtet gar nicht so auf seine Gebote. Und das sind dann die, wo Paulus dann darüber schreibt, die trauen sich auch gar nicht so wirklich zum Beispiel dieses unreine Fleisch, was früher als unrein galt, zu essen, weil sie ja aufpassen wollen, dass sie ja keinen Fehler machen, was Gott nicht gefallen könnte.
Und Paulus sagt zu all denen, ihr seid alle zu stolz, das ist euer Problem. Ihr denkt alle, ihr seid was Besseres irgendwie als die anderen. Und sagt ihnen in Kapitel 4, wer gibt euch das Recht dazu? Ja? Also wer gibt dir denn das Recht, so überheblich zu sein? Was hast du denn, das Gott dir nicht geschenkt hat? Warum prahlst du damit so, als ob Gott es dir nicht geschenkt hätte? Jeder denkt irgendwie, er hat das Recht und jeder denkt, seine Meinung wäre so die einzig wahre Meinung. Und er sagt, hört auf damit. Den, in Anführungszeichen, nennt sie die stärkeren Christen, also die, die denken, sie sind schon weiter in ihrem Glauben, in ihrer Beziehung zu Gott, denn sagt er, sei nicht stolz darauf, dass du so viel schon von Gott geschenkt bekommen hast, weil das hast du von Gott geschenkt bekommen. Stell dich nicht über die anderen und den Schwächeren. Also er nennt die schwächeren Christen dann so, das sind die, die sich dann, die ja noch nicht so ganz frei sind, sich versuchen noch an diese ganzen alten Gesetze zu halten, denen sagt er, ja, okay, das ist in Ordnung, ich habe euch genauso lieb wie alle anderen, aber erwartet nicht von den anderen, dass sie es genauso machen müssen und haltet sie nicht davon ab, selber in ihrem Glauben zu wachsen, zwingt eure Bedingungen den anderen nicht auf. Das sind so zwei Probleme in der Gemeinde. Und dann noch eins, was eigentlich so das zu dem Hauptproblem wird in diesem Brief, dass Paulus sagt, ihr habt das Fundament, um das es eigentlich geht, aus den Augen verloren. Und das Fundament, auf das die Gemeinde gebaut ist, sagt er, das ist Jesus Christus. In 1. Korinther 3, Vers 11, niemand kann ein anderes Fundament legen als das, was schon gelegt ist. Und das ist Jesus Christus. Es kommt darauf an, womit auf dem Fundament weitergebaut wird. Mit Gold, Silber, Edelstein, Holz, Heu oder Stroh. Also er benutzt hier so ein bisschen so ein Bild, ja, indem er im Prinzip sagt, ihr habt vergessen, um was es geht. Das was ihr eigentlich bauen wollt. Das habt ihr komplett aus den Augen verloren, weil ihr euch so sehr konzentriert, wie ihr es bauen wollt. Hier die Materialien. Ja, ich habe einen Satz mal gelesen, den finde ich sehr gut. Einheit kommt von selbst, wo die Hauptsache die Hauptsache ist. Einheit kommt von selbst, wo die Hauptsache die Hauptsache ist. Also das ist erstmal wichtig, das worauf es ankommt, das Fundament. Wenn man sich darauf konzentriert, dann kann man auch darüber reden, bauen wir jetzt weiter mit Gold oder mit Holz? Und vielleicht ist das eine besser als das andere, aber das stellt man dann fest. Aber das ist nichts, woran man sich dann zerstreiten sollte. Und dann kommt er eben zu, immer weiter redet er dann darüber, und dann kommt er zu diesem Vers, zu dieser Stelle, die wir alle kennen, um die immer zitiert wird, wenn es um Einheit geht, in Kapitel 12. Es ist wie beim menschlichen Körper, er bildet eine Einheit und besteht doch aus vielen Körperteilen. Aber obwohl es viele Teile sind, ist es doch ein einziger Leib. So ist es auch mit Christus. Ihr seid der Leib von Christus. Im Leib darf es keine Uneinigkeit geben, sondern alle Teile sollen füreinander sorgen. Wenn ein Teil leidet, leiden alle anderen Teile mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, freuen sich alle anderen Teile mit. Das ist das, worauf es ihm ankommt. Ihr sollt doch ein Leib sein. Und er deutet das Ganze am Anfang auch schon an, dieses Bild mit dem Körper, mit dem Leib. Das fand ich ganz interessant, als ich das rausgefunden habe. Dieses, was wir eben hatten, was er ganz am Anfang sagt, seid einig, haltet zusammen. Das haltet zusammen ist auch im Griechischen schon ein Begriff, katartizo oder katartizo steht da. Und das bedeutet im Prinzip das Zusammenhalten, so wie Gelenke im Körper, die einzelnen Teile, die einzelnen Körperteile, die einzelnen Knochen zusammenhalten. Und das wird auch benutzt, wenn Gelenke oder Knochen wieder eingerenkt werden. Er sagt im Prinzip, renkt euch mal wieder ein, ihr seid nicht mehr ein Leib. Und dieses ganze Problem, dass sie keine Einheit sind und irgendwie alle irgendwie was anderes meinen, zu denken oder andere Meinung haben oder sich ja, höher stellen als andere, das sagt er eben, das äußert sich darin, dass ihr ja nicht wirklich liebevoll miteinander umgeht.
Und das sagt er immer wieder. Die Gemeindemitglieder, also die Gemeinde, die haben ja alle möglichen Fragen an ihn, die er auch alle beantwortet und erklärt alles Mögliche nochmal über die Kreuzigung, über das Abendmahl, was das bedeutet, die Geistesgaben, wie man damit umgehen sollte als Gemeinde oder als einzelne Person. Und bis heute werden immer noch diese Stellen immer wieder angesehen und zitiert, wenn genau das immer wieder diskutiert wird. Aber das, was Paulus immer wieder zwischendrin sagt, ist, darum geht es eigentlich gar nicht. Ihr könnt darüber ja, euch streiten, aber wenn ich euch das jetzt sage, dann kommt ihr nächste Woche mit neuen Themen, an denen ihr euch zerteilt, weil ihr nicht verstanden habt, worum es wirklich geht, weil ihr das Fundament aus den Augen verloren habt und ihr habt eigentlich ein ganz anderes Problem. Und das Problem ist, ihr wisst gar nicht richtig, was diese Liebe bedeutet. Ihr lebt das nicht wirklich. Und wir haben es eben gehört vor der Predigt, ja, diese Verse, 1. Korinther 13, ist ja dieser bekannte Kapitel, vielleicht das Kapitel in der Bibel, wenn es um Liebe geht. Und ich finde, da sagt das, das ist ganz schon sehr an der Grenze, was so die Wahrheit in Liebe sagen angeht. Also er wird ja schon sehr deutlich, wenn er sagt, ja, ihr könnt wirklich alles haben, ihr könntet die Sprachen der Engel sprechen, einen Glauben haben, der Berge versetzen kann, ihr könntet prophetisch reden und das alles, euren Besitz an die Armen geben, alles, was ihr habt, das könntet ihr theoretisch alles machen, aber wenn ihr nur eine Sache nicht habt, und das ist die Liebe eben, dann ist das alles nichts wert. Dann seid ihr wie ein dröhnender Gong oder ein schepperndes Becken. Ja, also diesen Teil vor allem finde ich so, da macht das schon wirklich deutlich. Und er erklärt eben, ja, jetzt fangt doch mal an, richtig zu lieben. Und dann kommt dieser ganze Text, den wir kennen, ja, die Liebe ist geduldig, die Liebe ist gütig, sie spielt sie nicht auf und das alles. Genau, also, er sagt eben im Prinzip genau das, ihr könnt nicht sagen, ihr habt eine Beziehung mit Gott und seid so gut, so groß und so viel besser als alle anderen, wenn sich das gar nicht zeigt, in dem, wie ihr auch miteinander umgeht. Eure Liebe zu Gott muss sich zeigen in eurer Liebe zueinander. Und dann jetzt habe ich noch ein Beispiel aus der Bibel, wo wir das jetzt ganz praktisch sehen. Das ist der barmherzige Samariter, kennen wir alle. Und hier so der Ausgangspunkt davon, jetzt hier in der Version von Lukas. Und da sehen wir, da geht es nämlich auch um Liebe. Jesus wird gefragt, wie kriege ich das ewige Leben? Und die Antwort darauf ist, einfach, ganz einfach, kann sich jedes Kind merken, zwei Dinge. Liebe Gott mit ganzem Herzen, ganzer Seele und allem, was du bist, alles, was du hast. Und das Zweite, liebe deinen Mitmenschen oder deinen Nächsten, so wie dich selbst. Diese zwei Dinge, sagt er, wenn du das machst, dann wirst du leben, dann wirst du ewiges Leben haben. Aber nur eins von beiden und es funktioniert nicht. Du sollst auch, und das ist deine Aufgabe, praktisch das tun, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und dann erzählt er eben das Gleichnis vom barmherzigen Samariter und ich finde, wir kennen das ja alle, aber daran kann man immer noch ganz gut sehen, wie sich eben diese Liebe praktisch äußert. Und wenn wir jetzt überlegen, ja, und für uns prüfen wollen, tue ich das, lebe ich so in dieser Liebe, dann können wir uns das angucken und uns ein Beispiel nehmen am barmherzigen Samariter. Und das ist so das Idealbild, wo wir immer noch dran an uns arbeiten können. Aber was macht er? Der Samariter ist so das Paradebeispiel für diese Agape-Liebe, diese selbstlose, hingebende Liebe. Drei Punkte, die er macht. Und ich habe zu allem so einen Vers. Also ich fange jetzt mal in der Mitte an. Ja, ihr kennt das alles. Der Mann, der liegt jetzt schon da auf der Straße und ist am Verbluten. Und der Samariter kommt vorbei und das heißt, dann kam ein Samariter dorthin, der auf der Reise war. Als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm. In manchen Übersetzungen steht da noch, er hat wirklich ein tiefes Mitleid. Also er leidet wirklich aktiv mit diesem Mann mit. Und das ist schon mal der erste Punkt. Ja, wir wissen, dass der Priester, der Levit vorher, die sind beide vorbeigegangen, aber der Samariter sieht hin. Wenn wir diese Liebe
diese Agape-Liebe haben von Gott, dann können wir nicht weggucken, weil dann sehen wir jeden einzelnen Menschen so, wie Gott ihn sieht. Dann können wir jeden einzelnen Menschen, auch wenn wir ihn überhaupt nicht kennen vielleicht, mit dieser Liebe ansehen, die Gott uns gegenüberbringt und diese Liebe anderen gegenüberbringen. Und das Zweite, was er macht, ist, wie zeigt er seine Liebe zu diesem Mann? Naja, er setzt sich jetzt nicht daneben und sagt, du hast Liebe nötig, das sehe ich jetzt. Lass uns mal eine Stunde lang über deine Gefühle reden. Wie fühlst du dich? Nein, sondern er wird aktiv und er handelt. Vers 34, er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und mit Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und pflegte ihn. Also da wird es dann wirklich aktiv, praktisch. Nichts Theoretisches mehr, sondern der Samariter wird wirklich erhandelt und seine Liebe äußert sich in dem, was er tut. Sie wird sichtbar, wenn wir hören, was Jesus sagt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dann muss sich das ja irgendwie zeigen. Das muss eine Liebe sein, die sichtbar wird, nach außen hin. Und das ist das, was man hier sieht. Und das Dritte ist, der Samariter macht wirklich noch mehr, als man jetzt erwarten würde, so nach normalem Verständnis. Also jetzt, wo er ihn ins Gasthaus gebracht hat, könnte man ja denken, gut, jetzt kann er mit einem guten Gewissen ins Bett gehen, hat so seine Nächstenliebe doch ganz gut gezeigt. Aber nein, er geht sogar noch weiter. Und am nächsten Tag holt er 2 Silberstücke hervor, gab sie dem Wirt und sagt, pflege den Verwundeten und wenn es mehr kostet, dann werde ich es dir geben, wenn ich wiederkomme. Das ist der dritte Punkt. Er lässt es sich auch etwas kosten. Das ist eine Liebe, die ja nicht auf Nehmen oder nicht auf gegenseitigem Geben und Nehmen aufbaut, sondern es ist eine Liebe, die sich selbst aufopfert, die sich selbst hingibt dem anderen, für den anderen gegenüber, ohne auf sich selbst zu schauen, die den anderen höher stellt, die den anderen mehr achtet als sich selbst. Und das ist das, was man hier sieht. Und ich finde, die Quintessenz dessen ist, Liebe ist keine Theorie, sondern Liebe ist Praxis. Liebe ist aktiv. Liebe muss sich irgendwo zeigen. Ja, alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Heute hat man vielleicht so ein bisschen das Verständnis von Liebe als irgendwie so ein Gefühl, so was Innerliches, was sich irgendwo in uns abspielt, in unserem Gehirn, irgendwelche Emotionen. Die Bibel sagt, Liebe ist kein Gefühl, Liebe ist nichts Innerliches, sondern Liebe ist was Aktives. Es äußert sich wirklich in aktivem Handeln und darin, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Ich habe noch einen Vers aus 1. Johannes, wo eben da drin steht, dass Gott selbst die Liebe ist. Da steht auch drin, Vers 14, also Kapitel 3, Vers 14, wir lieben unsere Brüder und Schwestern. Wer nicht liebt, bleibt im Bereich des Todes. Wer seinen Bruder oder seine Schwester hasst, hat das ewige Leben nicht. Es bleibt nicht in ihm. Jesus Christus hat sein Leben für uns eingesetzt. Daran haben wir erkannt, was Liebe ist. Deshalb müssen auch wir unser Leben für unsere Geschwister einsetzen. Das ist nichts Optionales. Hier nochmal die 3 Punkte. Das ist was wir tun müssen, steht hier. Keiner, der seinen Bruder oder seine Schwester nicht liebt, hat das ewige Leben, steht hier. Also das ist was einfach zu unserem Glauben, unseren Glauben zu leben, dazugehört. Nichts irgendwie Optionales. Und Jesus selbst geht ja sogar noch weiter und sagt, die größte Liebe zeigt sich bei den Menschen, die sogar ihr Leben geben, für ihre Freunde, für ihre Geschwister. Und er selbst tut es. Jesus selbst ist nicht auf die Erde gekommen, hat gesagt, ich muss euch allen mal meine Liebe zeigen, hat alle umarmt und ist wieder gegangen. Sondern er hat seine Liebe durch das gezeigt, was er getan hat. Seine Liebe äußert sich darin, Gottes Liebe zu uns äußert sich darin, dass er seinen eigenen Sohn für uns hergibt, für uns hingibt. Und wir sollen die gleiche Haltung haben. Unsere Liebe soll
auch eine hingebende, aufopfernde Liebe sein, selbstlos den anderen ansehen. Weil das ist dann nämlich der Punkt, wo wir dann dazu kommen, wo Jesus sagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Nachfolger seid, weil das ist eine Liebe, das versteht die Welt nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn, so rein gesellschaftlich oder biologisch, Survival of the Fittest mäßig, wie wir Menschen sind, würde das keiner machen. Erst kommt der andere, dann komme ich. Ich opfere etwas selbst von mir hin für den anderen. Eine Liebe, die Menschen zusammenbringen kann in eine Einheit, die eigentlich ganz unterschiedlich sind, wie in dieser Gemeinde in Korinth, und trotzdem als eine Einheit Jesus Christus auf dieser Erde darstellen und Gott, der selber eine Einheit ist, in Liebe. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dass Jesus schon vor 2000 Jahren gebetet hat für uns heute. Ich finde das einen coolen Gedanken. Johannes, wo steht's? Johannes 17 steht das. Da betet Jesus zu seinem Vater im Himmel und er sagt, ich bete nicht nur für meine Jünger, sondern ich bete auch für alle, die durch ihr Wort zum Glauben an mich kommen. Johannes 17, Vers 20. Und was ist das Erste, wofür er seinen Vater im Himmel bittet, als er an uns heute denkt? Er sagt, sie sollen alle untrennbar eins sein, so wie du, Vater, mit mir verbunden bist und ich mit dir. Dann können auch sie mit uns verbunden sein. Dann kann auch diese Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Das Erste und Wichtigste, was Jesus sich wünscht für uns heute, wenn er an uns heute denkt oder damals an uns heute gedacht hat, ist, sie sollen eins sein. Einheit mit Gott und Einheit miteinander in dieser Liebe zueinander. Damit eben diese Hierarchie, ne, am Anfang, damit das erfüllt ist, damit die Welt sieht an unserer Liebe zueinander, wie Gottes Liebe zu uns ist, zu den Menschen ist. Und diese aktive Liebe, Liebe ist keine Theorie, Liebe ist Praxis, heißt eben auch aktiv auf den anderen zugehen. Verletzte, die wir verletzt haben oder die uns verletzt haben, um Vergebung bitten. Und die uns verletzt haben, denen vergeben. Das ist nur möglich, wenn wir diese Liebe Gottes haben. Das können wir aus menschlicher Kraft heraus nicht schaffen. Aber das ist das, was von uns erwartet wird. Auch mal unseren Stolz, so wie Paulus es den Korinthern sagt, ablegen. Einfach mal demütig werden, den anderen höher achten als uns selbst, den anderen an erster Stelle setzen. Liebe ist keine Theorie, Liebe ist Praxis. Ich möchte euch einladen, vielleicht in diesem Jahr mal ganz besonders darauf zu achten. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Amen.